Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video Bruder Travel. Heute bin ich in Schaffhausen unterwegs und gehe dort mit euch den Rheinfall anschauen. Das ist ein sehr großer Wasserfall, wo wir jetzt mal anschauen gehen. Viel Spaß dabei! Zum Anfang kommt man direkt in einen Schlossbereich, wo man ein Schloss anschauen kann und natürlich auch ein kleines Restaurant hat, wo man was essen kann. Zum Anfang kann man das Schloss laufen anschauen. Da geht man rein und dann gibt es einen kleinen Rundgang, wo man viele verschiedene geschichtliche Teile sehen kann, wo man verschiedene Bilder anschauen kann und natürlich auch wie das Schloss aussieht. Am Schluss geht es dann zu einem Raum, wo verschiedene Stühle drinstehen von verschiedenen Persönlichkeiten, die es in diesem Schloss mal gegeben hat.
dann wieder aus dem Schloss hinauskommt, kann man durch verschiedene kleine Gucklöcher oder dann auf der anderen Seite schon ein bisschen quer auf den Rheinfall schauen. Dann geht es mit einem Glaslift, Panoramalift, wie man sagt, hinunter zu dem Weg, wo man zum Rheinfall kommt. Unten angekommen sieht man wieder den Blick auf den Fall, einfach der untere Teil, so wie ihr könnt auch sehen, wo man zum Beispiel mit dem Schiff einsteigen kann, wo dann zum Rheinfall oder in die Mitte des Rheinfalls dich bringt. Und dann, wenn man ein bisschen weiter nach vorne geht, sieht man schon die großen Wassermassen, die den Wasserfall hinuntertreffen. Bei der ersten Plattform, wo man einen Aussichtspunkt hat, hat man verschiedene, Schlösser, wo man hinhängen kann oder Menschen, die das hinhängen können, plus auch ein bisschen die Geschichte des Rheinfalls. Ein bisschen weiter nach unten kann man durch eine Höhle durchlaufen, wo man dann direkt vor dem Wasserfall steht. Und dann hier steht man so nah, dass man das Wasser sogar anfassen kann. Wenn die Sonne ein bisschen rauskommt, gibt es sogar Regenbögen, wo man gut sehen kann. Und hier seht ihr sogar schon ein Schiff.
Wasser, das hier hinunterkommt. Oben hat man noch das typische Touristenwappen, wo man drin stehen kann und Fotos machen kann. Regenbogen. Dann geht es die Treppen hinauf zum letzten Aussichtspunkt.
Hier haben wir noch ein bisschen Daten und Fakten von dem Rheinfall. Wieder in die Burgarea, wo man wieder die Restaurants findet und Krebsstände. Ganz außen seid, dann kommt ihr noch an einer kleinen Kirche vorbei, sowie ihr könnt noch den Souvenir-Shop anschauen. Des Rundgangs durch den Rheinfall angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mich auf meiner Webseite besucht unter www.brudertravel.com. Dort findet ihr die ganzen Links zu den Videos. Ihr findet eine Bewertung zu den jeweiligen Videos. Ihr findet auch den jeweiligen Podcast zu den Videos, wo ich noch ein bisschen mehr Informationen geben möchte. Und würde mich freuen, wenn ihr mich auf meinem YouTube-Kanal abonniert. Macht die Glocke an, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!